ERZ-TV-Zuschauern ist der junge Rennfahrer Toni Erhardt kein Unbekannter. Mehrfach haben wir über das Talent aus Pöhla berichtet. In diesem Jahr startet der 15-Jährige für das in Motorsportkreisen namhafte Team Kiefer Racing in der Moto3-Klasse im ADAC Northern Europe Cup. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe mich in dem Team gut eingelebt. Wir kommen gut miteinander zurecht und es klappt immer besser. Auch mit der Maschine komme ich immer besser zurecht und ich denke, das ist ein gutes Team. Mitte des Monats haben die Teenager des ADAC Northern Europe Cup ihren großen Auftritt auf dem Sachsenring, wenn sie am 17. Juli im Rahmen des Motorrad Grand Prix Deutschland vor der riesigen Zuschauerkulisse ihr viertes Saisonrennen bestreiten. Welches Ziel verfolgt Toni Erhardt beim Rennen auf der heimatlichen Kultstrecke? Also auf dem Sachsenring will ich so weit wie möglich vorne rauskommen, um viele Punkte mitzunehmen. Weil man die Strecke auch liegt, denke ich, ist es ein guter Zeitpunkt, mal zu probieren, aufs Treppchen zu kommen. Der junge Erzgebirger, kein Freund großer, ausschweifender Worte, zeigt lieber im Rennsattel, was in ihm steckt. Ich trainiere jetzt recht viel Kondition und auch Kraft nochmal und vor allem denke ich mich immer in den Sachsenring rein und bereite mich mental drauf vor viel. Natürlich wird Toni Erhardt, der im ADAC Northern Europe Cup immer besser zurechtkommt und beim letzten Rennen auf dem Lausitzring mit Platz 4 schon knapp am Podium vorbeigefahren ist, am Sachsenring auch die ganz Großen seines Sports verfolgen. Also der Jorge Lorenzo ist ein großes Idol. Ich finde, er hat einen sehr schönen Fahrstil und die deutschen Fahrer sind natürlich auch gut, wie Jonas Folger, für den läuft dieses Jahr ja auch recht gut und Nach drei Rennen liegt Toni Erhardt aus Pöhla im ADAC Northern Europe Cup auf dem 8. Platz. Am Sachsenring-Wochenende vom 15. bis 17. Juli sollte er noch weiter nach vorn fahren.